Wir haben's geschafft. Wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Das Schwerste war das Einchecken. Ja, natürlich geht nicht immer alles so reibungslos, wie es soll. Aber schlussendlich sind wir jetzt hier gelandet und Zum Wohl. ja, zum Wohl. Und es war eine sehr anstrengende Fahrt. 7 Stunden. Und so viel Ja, Verkehr, lang, so viel lang. Stau, so viel Naja, so viel Unfälle. Stau war es auch nicht. Ah. Auf jeden Fall 7 Stunden ist ein ganz schönes Stück. Aber jetzt sind wir glücklich da. Jetzt tun wir erstmal was essen. Ja, genau. Und dann sehen wir uns morgen. Ja. Wenn wir aufstehen und es schaffen, aufzustehen, dann fahren wir zur Fototour. Oder gehen wir zur Fototour. Da werden die neuen Modelle und alles vorgestellt, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Und dann sieht man weiter, was wir uns so einfallen lassen. Ich denke, wir werden schon aufstehen, dass hier morgen wieder Remi-Demi ist. Ja, wir stehen nämlich direkt vorm Festzelt. Ja, also bin Also, ich sehr glücklich über diesen Platz, aber wir werden sehen. wie wir letztes Jahr da gewesen sind, hat die Ossi gesagt, also ich möchte überall stehen, aber nicht hier. Genau da stehen wir jetzt. Aber dafür haben wir den Platz vom Caravansalon gestellt bekommen und dafür haben wir auch einen Stromanschluss und das ist nämlich auch was wert. Und die Flugzeuge sind auch da, die zeigen wir euch morgen. Ja, heute zeige mal nichts mehr. Wir sind jetzt nämlich K.O. Wir Genau, werden. und ich habe Hunger. Ja, wir haben Hunger. Also, nochmal, bis morgen. Ciao. Tschüss. Wir sind beim Caravansalon. Wo ist die Ursi? Sie kommen gerade. Ja, dann kann schon losgehen. Gehen wir zum Pressezentrum. So, wir sind jetzt hier im Pressezentrum der Caravansalon in Düsseldorf. Und Und es gibt hier eine Riesenliste, mehrere Seiten mit Vorstellungen. mit Neuerungen, Oder mit Neuerungen, mit ja. neuen Fahrzeugen vor allen Dingen. Und das lassen wir uns jetzt zeigen. Sind wir mal gespannt, was es alles gibt. Genau. Und ihr seid dabei. So, da stehen sie alle und gucken und wir gucken uns die anderen an. Wir brauchen ja eigentlich nichts mehr berichten, denn das berichten ja die anderen für uns. Clever Sie! Also ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Wir brauchen gar nichts mehr berichten, berichten ja die anderen für uns. Ja, genau. Also schaut euch einfach die Videos von Magic Rude an, ja, und von Sven und Leimer, ja, die sind auch da, ja. Und dann brauchen wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Richtig. So. Na, Ossi, ist interessant. Es fängt ja jetzt erst an. Verstehst du was? Nein. Ich auch nicht. Man kann nur das Auto sehen, ist schön. Es langt, oder? Ja. Also wir sind hier in der Halle 16 und das ist Aufbruch zu neuen Horizonten. Mercedes-Fans. Brennstoffzelle. Mit Brennstoffzelle. Das ist also das erste Wohnmobil mit Brennstoffzelle. Ja. Ah, okay. Sind wir hier am Vloggersalon oder am Karawansalon? Mehr Vlogger als Karawansalon. Jetzt geht's weiter. So, die sind alle bekannt. Alle Vlogger vertreten. Manuela, drehst du dich mal gerade um? Wo
und von daher wollten wir Ihnen zumindest nicht vorenthalten. So, also, wir sind auf der Messe bei Westfalia. Wir haben die erste Enttäuschung schon hinter uns. Also der James Cook ist vor hier. Der James Cook ist nicht da. Er soll erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Also vielleicht berichten wir von der CMD davon oder dann vom Caravan Salon 2019, aber 2018 noch nicht. Hier sieht man ihn. Im Gegensatz zum früheren. Und hier sieht man James Cook, comes back. Er kommt erst back, aber er ist doch nicht da. Die machen es vielleicht etwas spannend. Ja, vielleicht wird er dann etwas besser ausgestattet noch und man wird sehen, also wir werden dann auf jeden Fall, so wie er da ist, berichten und wenn es noch ein halbes Jahr oder Jahr dauert, aber James Cook ist einfach ein tolles Fahrzeug und für mich war das in den 90er Jahren das beste Fahrzeug für berufstätige Menschen. Da war alles optimiert und zwar so optimiert, dass es besser sicherlich nach meiner Meinung nicht gegangen ist. Und durch James Cook habe ich die Liebe zum Bomofahren entdeckt. Ja. Oder? So kann man das doch nennen. So kann man es nennen. Ja. So entspricht es den Tatsachen. Ja. So, da haben wir jetzt von Hümer den 678 CL. Ich weiß es nicht, was jetzt sehr anders ist. Wir haben hier DL, also Dynamic Line. Und CL wird dann Comfort Line sein. Schauen wir, ob der komfortabler ist als unserer. So. Wir haben ja jetzt schon mehrmals publiziert, dass wir eine kleine Facebook-Gruppe haben. Ussi und Helle Womo-Gruppe. Und da sind wir eine kleine Gemeinde. Und in dieser kleinen Gemeinde ist auch der Marco. Und der hat uns gebeten, wenn wir auf der Messe sind, dass wir uns den Weinsberg Cara Compact Pepper mit Längsbinden anschauen. Hallo Marco, da stehen wir davor. Mhm. Wir schauen ihn jetzt an und zeigen dir es. Und nicht nur dir, sondern allen anderen. Die Interesse dafür haben, ja. Genau, also auf geht's. Dass da heute so wenig los ist, das liegt übrigens daran, nicht daran, dass keiner kommen mag, sondern weil heute ist Fachbesuchertag. Das heißt also, da ist noch keine offizielle Eröffnung stattgefunden. Nein, das sind ja nur Fachleute. Und die Vlogger. Ja, und so Fachleute wie mir, oder? Ja. Die Experten halt, ja. So, wir stehen jetzt hier vor einem ganz besonderen Stand. Und die Ursi hat schon gesagt, das nächste Mal heiratet sie eine andere Kategorie, die sich sowas zulegen kann. So, das ist eine belgische Firma. Da bräuchte man schon fast einen Aufzug, um reinzukommen. Und dann steht man hier in einem Wohnzimmer, was fast so groß ist wie unser Zuhause. Und das ganz Besondere ist, alles schön klimatisiert. Wow! Ja, okay. Ursi, suchst du jetzt jemanden, der sich sowas leisten kann oder bleibst du bei mir? Ich bleib trotzdem bei dir. Muss ich nämlich nicht haben. Aber anschauen ist immer erlaubt. Bin mir erleichtert, ja. Ja. So, dann schauen wir hier das Cockpit. Da muss man natürlich auch, vier Personen können da hintereinander sitzen. Also natürlich braucht man einen LKW-Führerschein, gehe ich davon aus, oder? Ja, ja. Ja, ja. 26 Tonnen diesen Motorraum. 26 Tonnen und wie teuer kommt so ein Fahrzeug halbwegs ausgestattet? Das ist ungefähr rund 500.000 oder mehr. Gut. Okay. Zumindest bietet das Fahrzeug mal was, das muss man sagen. Ja. Allerdings steht man auch nicht an jedem Stellplatz Nein. So schnell mal hin, ja, sondern da muss man schon überlegen, wo stelle ich mich hin und wo nicht. Ja, das ist nicht, wo Sie wollen zu parkieren. Ja, ja. Und das, lass an. Das ist ja jetzt hier alles light out. Ja. Kann man beidseitig dann wieder rein. Aha, klar, natürlich. Ja, ja. Mit 4 Meter breit, oder wie breit ist der ausgefahren? Hm? Wie breit ist der, wenn der ausgefahren ist? Das ist eine Pop-Out von 110 Zentimeter und das ist eine Pop-Out von 80 Zentimeter. So also 2 Meter ausgefahren, dann ist er... 2,5 Meter plus 1 Meter. Also 4 Meter ungefähr, ja, Breite. Ja, ja. Also es kommt mir ja auf keine Autobahn mit der Breite. Nein. Können wir da nur schauen? Ja. Ja. Mhm. So, dann schauen wir doch mal. Dankeschön. Die Ursi nimmt uns mit in den privaten Bereich. Ja. Haben wir hier die Toilette. Großes Bad. Die Dusche. Ja, ja.
ähnlich groß wie zu Hause. Und dann geht es hier in die... Achtung, Kopf! Achtung, Kopf! Hoppla. Also, da haben wir ein richtiges Bett. Ja, sind hinter... Daddy? Das ist ein Push-Up, dass sie mehr Platz haben. Das ist da... Das Dach geht nach oben. Aha. Das geht nach oben? Ja. Mhm. Okay. Und kann man runterfahren? Ja, okay, dann, dann haut man sich der Kopf nicht mehr an. Okay. Ja. Sonst haben wir, es ist hier zu niedrig und wir haben eine Garage da unten. Ja, das ist fürs Auto? Ja. Könnte ein Smart sein, ein Fiat 500, Mini Cooper. Ja. Nicht schlecht. Also in die Garage passt sogar ein Mini Cooper. Mhm, smart. Ja. Mhm. Okay. So, und hier haben wir die Garage dazu. Also. Ich denke, manch einer wäre froh, er hätte zu Hause so eine Garage. Wow. Krass. Ja, für das Geld wird schon was geboten, das muss man sagen. Ja. Also schon. So. 26 Tonnen das Fahrzeug. So, da sind wir jetzt bei Dr. Kedo. Ja, kannst filmen. Sind wir jetzt bei Dr. Kedo und es geht um das Thema Trinkwasserkonservierung. Das ist die Silberkugel für große Tanks bis zu 300 Liter. Und das Besondere ist bei Dr. Kedo, dass diese Kugeln bis zu 30 Monate garantiert halten. Sie haben also einen qualitativ sehr hochwertigen Silberanteil und Dr. Keder sagt, deswegen können Sie diese 30-monatige Garantie geben, im Gegensatz zu Mitbewerbern, die eben nur 12 Monate Garantie geben, aber dafür natürlich auch etwas günstiger sind. Es gibt auch eine Kugel für 80 Liter und wir sind gerade in dem blöden Bereich zwischen 80 und 300, nämlich bei 150. Das heißt, wir müssen die große Kugel nehmen, obwohl wir sie ja gar nicht benötigen. Und die geht bis 300 Liter und kostet 75 Euro jetzt auf der Messe. Wir schauen da mal weiter. Also diese Silberionen funktionieren auf jeden Fall dadurch, dass die Kugel Silber abgibt über die Zeit und das konserviert das Wasser. Und damit bleibt das Wasser oder kippt das Wasser nicht um. Und nochmals zur Klarstellung, hier ist der Vorteil, die kann also auch trocken aufbewahrt werden. Man sollte sie also auch allerdings föhnen. Bei manchen anderen Herstellern muss sie nass aufbewahrt werden. Das heißt, wenn der Tank leer ist, muss sie rausgenommen werden und in Wasser eingelegt werden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles wieder gesagt. Und wir schauen mal weiter und werden noch mehr von diesen Produkten in Augenschein nehmen. Wir stehen jetzt da bei Fritz Berger und da haben wir die Alternative zu diesem Dr. Kedo Produkt. Das ist also das Zertec 3 in 1 und es geht direkt für 200 Liter. Jetzt auf der Messe bietet Berger das Ganze an. Die 30 Liter oder 100 Liter Version für 20 Euro und die 200 Liter Version für 28 Euro. Und das Ganze hier hält nur ein Jahr, Dr. Kedo hält 2,5 Jahre, ist dafür auch vom Preis her wesentlich moderater. Und hier wird geschrieben, dass das also komplett im Wasser stehen soll. Man kann es aber, wenn der Tank einmal eine Woche oder zwei Wochen ohne Wasser ist, weil man das abgelassen hat zum Beispiel, kann man das raustun. Und dann wird empfohlen, wie es Dr. Kedo auch macht, dass man das Ganze trocken föhnt und dann im Wasser in einem Trockenbehälter aufbewahrt, beziehungsweise nicht trocken föhnt, sondern in einem Wasserglas weiterhin einlagert. So ist. Und das nehmen wir jetzt mit. Ah, okay. Weil wir das ein Jahr. Ein Jahr haben wir das jetzt schon getestet und wir waren zufrieden damit. Und das machen wir jetzt auch. Und einverstanden, Rosi? Der nette Herr hat uns überzeugt, oder vielmehr Helle überzeugt, okay, dass das für uns gut ist. Aber ist das denn nicht teurer, wenn es nur ein Jahr hält, vom Preis her? Ob das mit dem Dr. Kedo so funktioniert, das... Da fällt uns natürlich die Erfahrung. Ja. So, jetzt sind wir hier bei Windengas und da haben wir uns jetzt kundig gemacht über einen Gastank im Auto. Das funktioniert sehr komfortabel. Man kriegt den Gastank 50 Liter, das sind ungefähr 20 Liter Gas, also 2 Gastankflaschen untergebracht, sodass man dann neben dem Gastank, der 2 Gastankflaschen als Füllung hat, noch 2 weitere Gasflaschen, nämlich die serienmäßig im Fahrzeug sind, an Bord hat. Also man ist dann gut ausgestattet und dieses Gas lässt sich ja sehr leicht nachbauen.
nachtanken. Und der Einbau kostet alles in allem beim Fiat Ducato mit 50 Liter Gas, also Tankflasche, was ungefähr 20 Liter Gas entspricht, kostet alles in allem 2000 Euro. So circa. Bei Binnengas in Viersen muss man hinfahren, gibt das Auto ab, einen Tag später ist es fertig. So wird es uns gesagt. Mhm. Und wenn wir es uns leisten können, werden wir das so machen, vielleicht. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Vielleicht. Ja, wir machen uns da noch mehr kundig. Ja. Und also das war jetzt schon mal ganz sehr informativ hier auf der Messe. Ja, genau. Ich kann schon noch die Gasflasche zeigen, was das für sind, weil die sind ja rund. So schauen die aus. Das ist jetzt die 40-Liter-Variante und die 50-Liter-Variante, die ist dann noch etwas anders. So, also wir sind jetzt hier bei Park for Night. Magic Root ist auch da, als lebendige Tester. Also so schlecht scheint es nicht zu sein. Man findet was, wo man schlafen kann. Sie schauen auf jeden Fall erholt aus. Ja. P1 findet man auch einfach. Wir stehen jetzt allerdings nicht auf Park for Night. Ja? Nein. So, aber wir wollen das mal probieren. Im Moment haben wir ein Promobil. Und es wird uns hier wärmstens empfohlen. Ja, wir sollen das mal ausprobieren. Einfach mal austesten. Den P1 findet man auch auf Park for Night. Ah, okay. Gebührenfrei oder gebührenpflichtig? Pflichtig. Ah, okay. Also umsonst ist nicht alles. Also. In der gebührenfreien App kriegt man das, also man sieht alles, ne? Alle Stellplätze. Aber der Parkplatz ist halt gebührenpflichtig. Also, wir legen es euch ans Herz und würden uns über Erfahrungen freuen. So, hallo Chris, wir stehen jetzt da bei Zenek, ja, und du hast uns ja die Frage gestellt, ob das bugfrei ist. Also es ist bugfrei. War doch klar die Antwort, oder? Da steht also, mal was anderes erwartet. Aber er hat schon eingeschränkt, soweit es ihm bekannt ist. Ja. Hier ist das Gerät, das ist also das ganz neue Zenek und es macht schon mal einen sehr guten Eindruck von der ganzen Berührungsempfindlichkeit für Sie. Ja. Ja, der neue Tuner, das ist ja ein DRB Plus Tuner, ja. Und es lässt sich also schon mal ganz wesentlich leichter bedienen, auch den man bei den alten Zenek braucht. Hier ist ein Zenek-Mitarbeiter, der gerne dazu sich äußern möchte. Hallo, guten Tag. Hallo, grüß Gott. Also hier ist der Herr Bertelle. Genau. Ja, und er beantwortet uns zu dem neuen Zenek ein paar Fragen. Das ist das neue für Fiat Ducato. Das ist korrekt, 3756, ja. Was sind die wesentlichen Vorteile außer dem neuen Touch-Display, was ganz ideal funktioniert, habe ich schon gesehen. Was sind die weiteren Vorteile von diesem Display? Oder von diesem Gerät überhaupt? Das Gerät schaut zwar gleich aus wie das vergangene. Homo Womo Konvoi 2017, das war gestern. Ja. Womo Konvoi 2018, das ist heute. Und es ist nicht nur Womo Konvoi, das ist auch C-Kennzeichen. Und das ist vor allen Dingen auch Dieter Goldschmidt, den wir hier auf dem Caravan Salon in Düsseldorf getroffen haben. Hallo Dieter. Ja, grüß dich. Dieter. Wir sehen hier, ihr habt einen Stand im Freien belegt, das heißt, ihr seid grundsätzlich immer Optimisten. Ja, wir sind nicht nur Optimisten, wir sind auch sparsam, weil dieser Stand war ein Geschenk, eine Einladung von der Messe Düsseldorf. Und es freut uns natürlich sehr, weil wir sehen natürlich, dass unser Konvoi und vor allem das C-Kennzeichen richtig viel Aufmerksamkeit erregt. Oh, das ist mir ganz neu, dass das also von der Messe Düsseldorf Sponsor hier eingerichtet wurde, der Stand. Aber das ist auch meines Erachtens sinnvoll, denn ihr macht ja auch sehr viel Reklame für das Caravaning an sich. Und mittlerweile jetzt nicht nur fürs Caravaning an sich, sondern auch für das C-Kennzeichen. Es gibt da noch eine weitere Initiative, das ist von einem anderen YouTube-Kanal von Sven und Leimer. Aber die etwas größere und schon etwas ältere Initiative habt ihr mit dem C-Kennzeichen gestartet. Genau so ist es, ja. Die Beine tun weh, die waren schwer. Wir sind mehrmals auf und ab gelaufen. Das war unser erster Tag vom Caravan-Salon. Heute Abend gibt es noch ein Blogger-Treffen, da gehen wir natürlich auch hin. Ja, deswegen sind wir ja auch noch da eigentlich. Natürlich. Da wurden wir ja schließlich auch eingeladen. Ja. Das war ein erster Überblick.
Der Karawansalon ist abartig groß, man muss sich einfach auf ein paar Sachen konzentrieren. Wir haben zwei Fahrzeuge ziemlich genau angeschaut, das habt ihr ja gesehen. Und wir werden diese Fahrzeuge noch detaillierter vorstellen, das haben wir schon gefilmt. Aber das machen wir in einem eigenen Video, denn es gibt viele, die interessieren sich nicht für die Fahrzeuge. Und da wollten wir jetzt diesen Film nicht unendlich in die Länge ziehen. Und da haben wir die beiden Interviews geführt mit dem Herrn Pertelli von der Firma Zenneck. Vielen Dank noch dafür. Und vor allen Dingen auch mit Dieter Goldschmidt. Und diese beiden Interviews machen wir auch ein separates Video, dass nicht diejenigen weiter scrollen müssen, die es nicht hören wollen. Wir bringen es aber in den nächsten Tagen raus. Ah, ja. Schön, Susi? Klar, auf jeden Fall, das machen wir. Und jetzt mal schauen, wenn ihr hört im Hintergrund, es wird laut. Und mal schauen, ob wir ihn sehen können. Einen Moment. Da ist er. Ja, er sieht jetzt weit weg aus, der Flieger, ja, weil wir unsere Sony-Kamera haben. Ja, die, und das ist ja so eine. Wie sagt man? Weitwinkel, oder? Genau. Ja. Mir fällt schon die Worte. Und deswegen sieht es so weit aus. Also die fliegen ganz knapp über einen drüber und man hört es natürlich. Ja, aber und das fängt schon morgens um 6 Uhr an und hört abends. Man hört das fängt nicht um 6, um halb 6 fängt es an. Ach, um halb 6, okay. Ich glaube, mein erstes. Und abends hört es um 11 Uhr rum auf. Also ja. Also, und das aber dann zum Teil im Minutetakt. Ja, genau. Und apropos Takt, wir stehen direkt neben dem Festzelt. Kannst du mal rüberschwenken? Ja, und da ist dann immer abends Live-Musik. Diesen Takt kann man dann auch bis um 11 Uhr zu hören. Ja, deshalb wollte ich ja nicht unbedingt hier stehen, aber... Jetzt stehen wir halt da. Genau, und heute feiern wir ja sowieso mit. Also. Und die anderen Nächte werden wir sehen. Genau. Also, macht's gut. Wir melden uns doch mal. Wie gesagt, gerade habe ich es angekündigt. Und natürlich kommt noch separat was dazu. Auf jeden Fall. Also dann. Ciao. Tschüss.